Zira und die Agenten fahren. In der Versuchung, ihnen zu helfen. Ja, leider haben sie ja jetzt, glaube ich, auch mit dem Leben dafür bezahlt. Aber so ist das halt, ne? Hallo? Hallo? Sag mal. Warum einfach, wenn es ja auch kompliziert, ne? Es ist wirklich so gerade, dass ich hier nicht durchkomme. Oh. Alles klar. Ja. Das war ja jetzt gerade ein wenig peinlich, oder? Aber egal, ne? Ja, dafür bin ich doch da. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Okay. Wir reinigen jetzt den Raum. Ja? Die da zuckt da. Die sieht echt komisch aus, also die beiden. Ah. Schon ein wenig eklig. Ich dachte, da kommen Flammen oder sowas. Ich bin noch ein Flammenfan. Oh, komme ich da jetzt durch? Oh, hey. Gut, jetzt ist der Weg frei. Ja. Da haben sie recht. Aber kontaminiert nenne ich das jetzt nicht. Das nenne ich einfach nur Zombies getötet. Und dann war es das auch. Aber das hat er effektiv gemacht, ne? Also, da kann man ja nicht schmeckern, ne? Da konnte auf jeden Fall die Wand. Eine ganz schön große Zelle, so mit Scheißhaus. Was die hier wohl wie Experimente gemacht haben. Tada! Statt darüber zu springen. Ja. Und? Da sind wir. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Einen Moment. Alles klar, das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey! Das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Mhm. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Ja. Gibt's nichts zu holen hier, ihr Schweineburken, ja? Na, sieht wohl da noch so aus, oder? Schade. Hier geht's nur wieder raus. Boah, was ist denn los hier? Er guckt schon wieder auf die Uhr. Ja, null. Deine Uhr ist kaputt. Also kann ich wieder kontaktieren, sind GRI. Weglaufen.
Lauchen Sie raus. Nachdem Sie sich die ganze Zeit ein abgemüht haben, hier reinzukommen, können Sie jetzt einfach sich verpissen. Hat einer gemacht. Ich habe Camden getroffen. Er hat Sarahs Gewebeproben untersucht und meinte, die Chancen für ein Heilmittel stünden gut. Vorausgesetzt, er bekommt Zugang zu den verbleibenden Daten. Daten, die Rais in seinen dreckigen Fingern hat. Da ich nicht weiß, wo Rais sich versteckt hält, ist es an der Zeit, meine Freunde vom GRE um einen Gefallen zu bitten. Ja, das werden wir ja jetzt auch tun. Wir werden jetzt rausgehen. Machen Licht an und es ist dunkel draußen. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Weiß ich, Doktor. Ich werde aufpassen. Aber ich muss rausfinden, wie die Dinge liegen. Oh. Bis die Glühbirne brennt. Das finde ich ja jetzt gerade irgendwie nicht so nice, aber schwerempfangbare Flüssigkeit. Da. Wir haben ja eigentlich genug Zeugs für hier, ne? Komm, also das Ding gönnen wir uns doch jetzt, oder? Oder? Wow. Oh, ja. Die können aber viel an, ne? Hui. Oha, die sind ja immer noch unterwegs. So, ich habe ja neue Fertigkeiten erhalten, oder? Tada! Sprinti, was ist denn das? Ram, ein guter, gut getimter Ellbogenschuss für gleich bei... Oh, das ist nicht schlecht. Und was ist das hier? Rückschlag. Verwenden Sie Wurfwaffen oder die UV-Lampe, wenn Sie sich während des Sprintens umschauen. So lassen sich Infizierte leichter stoppen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde das gerade so richtig neu. Aber was ist das denn? Beinbrecher. Wenn Sie während des Rutschens treten, brechen Sie Ihren Gegnern die Beine. Das ist auch nicht schlecht. Brutaler Wurf. Mit dem Wurftechnik gebrochene Feinde liegen am Boden und können so schnell erledigt werden. Das ist auch gut. Es sind viele Sachen gerade, die gut sind. Und das ist Hechtsprung. Hiermit können Sie aus größerer Höhe fallen und überleben. Das ist verdammt nochmal wichtig. So, dann haben wir Kampffähigkeit. Was ist denn? Leichte Beute. Töten Sie in Sekunden schneller ausgenockte Feinde. Drücken Sie zum Ausführen F, wenn Sie vor einem ausgenockten Feind stehen. Ist natürlich auch kein schlechter Sprungangriff. Das springt dann nach vorne. Kraftangriff, kräftiger Schlag. Auch nicht schlecht. Das ist das Werfen. Mehrfachwurf. Wir sehen Sie mit Wurfwaffen bis zu 3 Feinde an. Ja? Also das ist... Das ist schon nicht schlecht. Also so leichter die ausschalten, wenn die irgendwo sind. Ne? Noch eine? Achso, oder das war gerade, ne? So, oder? Ja. Das ist nicht ein Lämpchen. Oho. Oh, ja, komm mal her. Ich zeig dir was, komm mal her. Das Ding. Leuchtet. Ja. Wow. Ja, die sind aber auch echt fies, ne? Ja. Ja, die sind jetzt gemein. Ich müsste ja eigentlich warten. Ich müsste jetzt warten oder ich muss hochgehen. Wie weit komme ich denn? Ja, das ist nicht weit. Ich könnte da versuchen, jetzt mit dem
Rohrfahrten erstmal zu entkommen. So. Ja, sind halt in der Nacht, dann bewegen sie sich halt, ne? So, dahin? Ne, dahin. Das sind die halt wendig, die Jungs, ne? Hätte ich mal den Haken aufbewahren sollen, ne? Weil ich schnell drüben bin. Survivors inside. Ach ne, das ist ja, sind ja meine Freunde hier. Uah. Ja, Sicherheitszone betreten. Also ich will auch nicht wissen. Hier ist keine Schlafmöglichkeit, ich muss auch runter. Da ist meine Schlafmöglichkeit. Dann schlafen wir mal eben schnell. Sieht gemütlich aus. Dann gibt's wieder Points. Läufer. Gab's ein Ding? Nein, ne? Gab's keinen Fähigkeitspunkt. Aber tagsüber ist wirklich so, ne? Also kontaktieren Sie den GRE. Wo soll ich ihn kontaktieren? Da hoch soll ich. Mein Navigationsgerät ist kaputt. Was war das denn gerade? Es gab wieder ganz komische Geräusche hier. Hi. Komm. Da kannst du runtergehen. Genieß die Aussicht. Ja, hier, ich zeig dir das auch. Ja, der wollte da. Da runter. Siehst du. Das ist schön da, da oben. Du auch? Du willst das auch sehen? Ja, dann komm mal hier, ich zeig dir das. Da oben ist das. Okay. La la la, Crane hatte keine Lust. La la la. Komm ich da so hoch? Na? Crane, wird nix. Aber dahin. Wow. Nö. Wow. Das war doch gemein. Wo ist denn der Scheiß? Was stand da? Ah, jetzt sehe ich, so weiß ich, auf wie ich hier hochgekommen bin. Alles klar, ich hab's verstanden. Und ich dachte, ich brauche unbedingt den Rohrfaden. Lalala. GRE, GRE. Troy, Camden hat die Proben. Ich werde jetzt mit dem GRE sprechen. Und was wirst du denen sagen? Motherfuckers. Alles. Bis später, Troy. Motherfuckers. Hier ist Crane, hören Sie mich? Kyle Crane, ich weiß, du kannst mich hören. Ah. Reis. Wo bist du? Genau da, wo ich sein sollte. Auf der Spitze meines Turms. Er ist noch nicht ganz fertig, aber... Aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie. Und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ich werde dich töten. Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Du Schwein wirst sterben. Ich hätte gehofft, du würdest das so sehen. Wir zwei sind im Krieg. Einem Krieg gegensätzlicher Philosophien. Einem Krieg, um herauszufinden, wessen Weltsicht sich bewahrheitet. Komm, Crane. Fordere mich heraus. Wie heißt es so schön? Du traust dich ja doch nicht. Weißt du was? Vergiss es. Es gibt keinen Krieg. Nur deine kranken Ansichten. Fahr zur Hölle. Oh, nein. Das werde ich nicht tun. Ich werde Haran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät dazu benutzt, eine Abmachung mit dem GRE zu treffen. Aha. Sie wissen, dass ich Seras Daten habe. Den Schlüssel zum Königreich nannten sie das. Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Stell dir nur vor, welchen Schaden ich jenseits dieser Mauern anrichten kann. Du willst mich doch nicht aufhalten. Du kranker Hurensohn! Das ist es, was ich hören wollte. Komm und finde mich, Crane. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, der ist wirklich krank. Neuer Überlebensrang. Fertigkeitspunkt erhalten.
Die Läden und Quartiermeister haben neue Gegenstände im Angebot. Das finde ich auch richtig gut. So, ohoho, was haben wir denn hier? Kritiker? Lernen Sie, wie Sie Entwürfe effektiver einsetzen können. Sie erzielen häufiger kritische Treffer. Wie aus dem Nichts. Lernen Sie, wie man aus der Tarnung heraus Infizite attackiert, ohne auf sich Aufmerksamkeit zu machen. Das ist auch gar nicht schlecht. Das Elektra Salza. Lernen Sie, wie man eine Elektrozaunfalle einsetzt. Ah, okay. Flinke Hände, das Durchsuchen von Leichen nimmt weniger Zeit in Anspruch. Das ist auch nicht schlecht. Eloquent, falschen Sie besser. Ja. Aufputschmittel wirken Sie länger. Das ist, glaube ich, nicht, gar nicht mal so übel. Und den Selbstschutz lernen Sie, wie man ein Schild herstellt und ihn im Kampf einsetzt. Das hatte ich auch mal gehabt. So, was ist denn das oder das? Ich nehme mal den. Wann mache ich Gedöns? So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt da. Altkirche. Also kann ich eine Abkürzung nehmen? Ob da oder da, das trifft sich die Mitte. Aus dem Weg, du Arzt. Heiß und fettig. Heiß und fettig. Heiß und... What the fuck? Aus dem Weg, habe ich doch gesagt. So. Der guckt. Der will auch weg. Der fliegt gerne sowieso. Und hier bin ich schon. Na? Da bin ich. Da bin ich. Ich muss auf die andere Seite. Also ich muss jetzt einmal durch die Kanalisation und muss jetzt genau zu dem Ausgang, wo ich hoch... Ais hat eine Abmachung mit dem GRE getroffen und ist kurz davor, mit Dr. Zaras Forschungsdaten aus Haran zu entkommen. Auch wenn er in seinem Wahnsinn sicherlich damit rechnet. Ich muss ihn um jeden Preis aufhalten. Ja, das kranke Schwein. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist das Manie? Oder ist er Schizophren? Oder... ich glaube, das ist Manie, oder? Oh. Nee, hier war schon richtig. So. Unten in die Kanalisation. Muss ich den ganzen Scheiß da wieder durchschwimmen? Alles klar. Gut. Okay. Ja. Mach ich. Tu ich. Wie soll. Oder ist das hier? Hier war das. Tada. Ich habe irgendwas gehört. Es hat sich nicht schön angehört. Aber ich nehme darauf jetzt keine Rücksicht. Ich laufe einmal weiter. Weil hinter mir ist dunkel. Oh ja. Oh ja. Wow. Ihr Schlabbersäcke, ihr alle, ihr... Ja, ja, ja. Ihr wollt's wissen. Ich geh einfach hier rum. Und lass euch da alle stehen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. 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 Oh, falscher Knopf. Ah, Haken. Uiuiuiui. Haben wir doch keine Angst hier. Da will ich hoch. Ich glaube, da gehe ich auch raus. Kanalisation ist ungesund für mich. Wer will denn bei sowas bleiben? Bin ich hier richtig? Der Rammer!
Wow. Ich will da hoch. Ja, ja, mach du mal hier. Ich mach da oben, ja? Ah, ich komme nicht raus. Hallo? Wow. Nein, will ich nicht. Dankeschön. Nein, will ich auch nicht. Danke, auch schon. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Wo muss ich hin? Hier hin. Mir alles scheißegal, ich will hier weg. Darling? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. Aber ich glaube, hier geht's wieder runter. Achso, ja doch, hier war das. Boah, durch die Mauer, Crane. Durch die Mauer. Durch die Mauer. Oh, die haben auch aufgegeben. Hier war doch das Ding. In die Slums gereist sind wir schon. Rais hat eine Abmachung mit dem GRE getroffen. Ja, das kennen wir schon. Ist kurz davor mit Dr. Zaras Forschungsdaten. Brauche nicht. Dankeschön. Dankeschön, Crane. Dass du uns beim Jedelade-Balkal nochmal sagst, was hier los ist. Ich höre da irgendwas? Irgendwelche Gespräche oder was war das da gerade? Gut, wir machen weiter in der nächsten Folge von Dying Light.